Hallo und herzlich willkommen, Markus hier und willkommen beim nächsten Teil für die Installation der nötigen Tools fürs Linux Gaming. So, wir haben hier unser System hier installiert, in dem Fall Manjaro. Wie gesagt, bei meinem System habe ich nur OBS nachträglich installiert. Ansonsten ist es wirklich sehr jungfräulich. Die Updates habe ich natürlich dann auch noch gemacht. Das heißt, ich bin hier auf einem aktuellen Status des Systems. Ich habe für mich jetzt nur OBS installiert. Ich hatte euch das letzte Mal gezeigt, die Grafikkartentreiber sind ebenfalls installiert. Funktioniert wunderbar. Was wir jetzt wollen, sind die Tools fürs Gaming. Dazu öffnen wir den Software Center. Unter Fedora müsstet ihr einfach nur den Discover starten. Da kommt ihr dann auf das Gleiche. Wir wollen erstmal Steam installieren, den Steam Launcher. Bitte hier nicht den Flatpak herunterladen. Ich hatte bisher immer Probleme damit, aber ihr könnt es gerne natürlich ausprobieren. Ansonsten einfach nur auf diesen Download-Haken klicken und übernehmen. Dann installiert ihr noch zusätzliche Pakete, das ist in Ordnung. Das Passwort eingeben. So, für alles, was nicht Steam ist, ja, Neustart mache ich gleich. Alles, was für nicht Steam Sachen interessant ist, da geben wir Lutris ein. Auch hier würde ich empfehlen, ich hatte wie gesagt Probleme mit der FlatHub-Version, warum auch immer. Installieren es. Installieren hier ebenso Wine, WineTrix, WineGecko, Mono und Stacking. Stacking sind immer die aktuellsten Versionen von Wine. Die ist nicht diese Stable-Version, die man im normalen Wine bekommen würde, sondern die Versionen, die immer wieder gerade sich in der Entwicklung befinden. So, nachdem jetzt die Installation abgeschlossen ist, werde ich natürlich einmal kurz das System neu starten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich den Neustart durchgeführt. Jetzt suchen wir erstmal nach der Steam Runtime. Starten die einmal. Es macht natürlich erstmal die typischen Steam Updates und dann kann man sich dann auch erstmal mit seinem Konto dort anmelden. So, hier gibt ihr einfach Benutzername, Passwort ein und natürlich die zwei Faktoren Authentifizierung. Ich überspringe das kurz mal. So, jetzt öffnet sich bei mir das erste Mal Steam. Wir machen die Freundesliste zu. Wichtig, wir wollen ja so viele Spiele wie möglich hier auf Linux nutzen können. Dafür gehen wir einmal in die Settings rein und wählen auf jeden Fall erstmal die deutsche Sprache aus. Dazu muss man den Client nochmal neu starten. So, dann wählen wir aus in den Einstellungen. Unter Kompatibilität wollen wir Steam Play aktivieren. Dazu müssen wir dann auch nochmal neu starten. Und dann gehen wir nochmal in die Einstellungen rein, nochmal in der Kompatibilität. Ich würde empfehlen, erstmal die Proton 8 zu installieren. Dadurch werden wir nochmal gebeten, einen Neustart auszuführen. Und bei dem ersten Spiel, was wir installieren, holen wir uns natürlich noch diese Experimental Proton Version, weil das ist die Weiterentwicklung, nicht die Stable Version und oftmals ist die doch performanter wie die Stable-Version. Aber es ist auf jeden Fall gut, beide Versionen mal auf dem Rechner zu haben. Dazu gehen wir erstmal in die Bibliothek rein. Irgendein kleines Spiel, was schnell geht. Nehmen wir mal Aquatico. Und installieren das. Unter Downloads könnt ihr dann auch gleich sehen. Jetzt wird eine Runtime noch installiert, Proton 8 und noch ein anderes Tool für
Steam, wenn wir jetzt hergehen und sagen mit Rechtsklick auf das Spiel, was wir gerade installieren, und wir wollen bei der Kompatibilität die Verwendung erzwingen und sagen hier noch Experimental Client, dann wird dieser hier ebenfalls direkt mit downloaded. Das heißt, wir haben beide Versionen, die 8er Version und die Experimental zur Verfügung. So, nachdem wir unser erstes Spiel downgeloadet haben, gehen wir einfach hin und fangen es einmal an zu spielen, damit ihr seht, dass es auch wirklich funktioniert. So, wählen wir noch Sprache Deutsch, anwenden Optionen. Auf UHD ist alles eingestellt. Würde jetzt einfach mal so lassen. Setzen wir das Spiel fort. Das kennt ihr auch aus dem allerersten Video. Das habe ich als Hintergrund benutzt, auch ein paar Szenen aus dem Spiel. Um zu zeigen, wie das Gaming unter Linux funktioniert. Und es läuft wirklich ausgesprochen gut. War auch schon mal wesentlich besser, aber durch die neuen Proton-Versionen war das wirklich einsam. Also das heißt, man könnte jetzt hier einfach anfangen zu spielen. Ich habe jetzt hier keine FPS eingeblendet. Müsste ich jetzt selber mal aus dem alten Video rausgucken. Ich glaube, das waren so zwischen 50 und 60. Müsste ich mal gucken, was das unter Windows hat, um das einfach mal vergleichen zu können. So, das funktioniert schon mal. Was ist jetzt aber mit Spielen, die nicht mit Steam laufen, sondern zum Beispiel mit GOG. Dafür haben wir ja das Programm Lucis installiert. Ich beende erstmal Steam und suche nach dem Programm Lucis. Das sucht auch nach aktuellen Versionen und updatet sich selbst erstmal. So, schon haben wir Lucis gestartet. Empfehlen, ganz dringend würde ich hier die Einstellung erstmal zu überprüfen. Beim Starter, da könntet ihr jetzt zum Beispiel noch andere Starter hinzufügen, um dort, ja, zum Beispiel Steam könntet ihr dort direkt hinzufügen. Ich würde aber trotzdem eher die Steam Plattform selbst nutzen. Hier könnte man auch direkt sich mit GOG verbinden. Funktioniert aber nach meiner Erfahrung nicht so gut, weil diese Konnektivität noch aus dem alten GOG-Launcher her rührt und deswegen nicht so gut funktioniert. Wichtig, wir gehen erstmal auch noch in die globalen Einstellungen rein, wählen hier oben noch den Advanced Mode aus. Hier können wir jetzt zum Beispiel einstellen, was wir hier genau haben wollen. Bei Multi-GPU, Multi-GPU, klar, meine CPU hat natürlich auch eine GPU. Wir stellen hier die prioritären Treiber ein. Ganz, ganz wichtig. Ich hatte schon oftmals das Problem, dass nichts funktioniert hat, wenn ich ein Spiel oder einen Launcher direkt neu gestartet habe und hatte Probleme, dort Spiele zu spielen. Hier den Vulkan-Treiber auf präprioritär auf eurer Nvidia-Grafikkarte oder auf die AMD-Grafikkarte, die ihr im System habt, einstellen und speichern. Jetzt könnten wir hergehen, hier oben auf dem Pluszeichen, geben wir zum Beispiel ein Battle.net, das werden vielleicht einige benutzen, von Blizzard. Wir wollen es installieren, fortfahren. Jetzt tut er noch ein Wine Custom downloaden und er pariert Lucis für die Installation
von Battle.net. Wichtig ist, wenn hier irgendwelche Informationen stehen oder irgendwelche Hinweise, man sollte sie auch lesen und auch wirklich beachten. Jetzt gerade beim Blizzard Installer ist es so, man soll den Installer ausführen und anschließend sich nicht einloggen, sondern erstmal den Installer schließen. Tut das. Diese Information ist nicht umsonst. Jetzt kommt schon der Installer. Wir wollen die deutsche Sprache auswählen. Jetzt tut der Agent sich erstmal selbst updaten und installiert erstmal den Battle.net. Weiter. Die Installation wird ganz normal ausgeführt. Wie unter Windows. Es sind sogar die gleichen Icons hier oben zu sehen. So, und hier sehen wir nochmal die Warnung. Do not attempt to log into Battle.net. Once Battle.net has finished installing and then log in Windows Appearings, simply close it. You will log in the next time when you start the app. Einfach schließen, dann geht der Installer weiter. Es konfiguriert etwas noch im Hintergrund. Deswegen bitte einfach diesen Instruktionen folgen. Ich schließe hier, weil ich möchte auch noch was anderes installieren. Ich möchte GOG noch installieren. Das ist so zu viele. GOG Galaxy, meine ich, heißt der Installer. GOG Galaxy, da haben wir ihn. Und installieren, fortfahren und installieren. Das gleiche wie beim Battle.net. Geht auch mit dem Epic, bin ich mir ziemlich sicher, mit dem Epic Store. Ich habe selber keinen Client, weil ich dort keine Spiele kaufe. Für meine Let's Plays, falls ihr das fragen wolltet, wenn euch diese Frage wirklich interessieren sollte, für meine Let's Plays oder fürs Streaming, benutze ich weiterhin Windows 11. Aus dem einfachen Hintergrund, die Verfügbarkeit der Spiele. Ich kann einfach Spiele auswählen, installieren und starten. Zum Beispiel, schönes Beispiel, Pioneers auf Pandora funktioniert nicht. So, übrigens hier auch nicht starten, lasst einmal die Installation ablaufen. Selbst mit den neuesten Experimental-Treibern, die werden auch regelmäßig geupdatet unter Steam, funktioniert das Spiel einfach nicht. Sobald ich das erste Gebäude oder die erste Straße setzen will, friert das Spiel einfach ein. Und das macht dann halt keinen Spaß. Und da ich auch gerne mal ein Early Access-Spiel vorstellen möchte, ist das einfach, ja, für mich nicht praktikabel, das unter Linux zu machen. Obwohl Linux, ich finde es ein tolles Betriebssystem. Das Gaming funktioniert auch wirklich hervorragend mittlerweile. Und es wird jetzt in 2024 aufwärts garantiert wesentlich besser werden. Auf jeden Fall eine tolle und starke Entwicklung. Macht auf jeden Fall Spaß. So, jetzt hat sich hier auch GOG installiert. Wir schließen das Ganze. Hier unten links sehen wir noch Wine. Hier könnten wir noch die Versionen verwalten. Auch sehr interessant. Hier könnte man auf die aktuellste Version von Wine zum Beispiel updaten, die speziell für Lucis erstellt wurde. Vorsicht allerdings mit diesen LOL-Varianten. Diese LOL-Varianten sind explizit für League of Legends. Ihr werdet Probleme haben, diese auszuführen. Die funktionieren einfach nicht gescheit. Ihr könntet jetzt zum Beispiel beim Battle.net-Account Konfiguration wählen. Unter den Optionen könnt ihr die Stacking-Variante, die ist Proton, versuchen zu installieren. Beim Proton muss ich ehrlich sagen, benutze ich das Experimental bei GOG, weil über GOG habe ich zum Beispiel Baldur's Gate 3 und das Proton-Protokoll hat die Möglichkeit geschaffen, auch von NVIDIA DLLS zu aktivieren und zu nutzen. Wer dieses Feature haben will, sollte unbedingt auf Proton Experimental switchen. Beim Battle.net-Account habe ich es mit dem Proton bisher nicht geschafft. Da wird auch kein DLLS unterstützt. Von daher ist das jetzt mal nicht so dramatisch.
Aber es ist ein bisschen Ausprobieren angesagt. Wie gesagt, beim Battle.net habe ich es nicht zum Laufen gekriegt. Ich habe viel probiert. Beim GOG switche ich definitiv jedes Mal beim Starter auf Proton Experimental. Diese Grundeinstellung, die wir jetzt hier vorgenommen haben, heißt also, welche Spiele sind da installiert, welche benutzen denn jetzt die aktuellste Wine-Version. Bei jedem neu installierten Launcher oder direkt Spiel, wie ihr das haben wollt, wird immer der aktuelle direkt benutzt. Ich würde jetzt gern mich noch beim Battle.net-Account anmelden. Und dann würde ich noch Diablo 2 Resurrected, ein DirectX 12 Spiel, was nämlich auch mittlerweile funktioniert, unter Linux ist DirectX 12 Spiele zu laufen zu bekommen. Und dann schauen wir uns gleich mal das Spiel an. Bis gleich. So, das Spiel ist installiert. Wir können es direkt mal starten. Die ganzen Intros überspringe ich einfach mal. Das Master wird euch eh bekannt sein. So, was haben wir denn hier? Oh. Zauberin, warum nicht? Einfach um zu zeigen, dass es geht. Wie gesagt, der X12-Spiel, das ist so das Interessante. Es ist okay. Nicht so mords-mupa-megamäßig. Also es gibt performantere Spiele, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist schon echt verdammt gut. Und wir sind ja erst am Anfang. Das heißt also, das wird garantiert in der nächsten Zeit noch besser werden. Ja, auf jeden Fall super. Falls ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt oder noch irgendetwas Neues wünscht, was ich euch zeigen soll, dann immer her damit in die Kommentare und tut mir den Gefallen. Liked und abonniert meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch weiterhin nichts, auch die Let's Plays nicht. Und damit bringt ihr den Algorithmus ein bisschen zum Glühen. Genau. Und ich bedanke mich recht herzlich. Bis dann. Ciao, ciao.